Boris und ich haben den Hof 2015 von meinen Eltern übernommen. Seit 1955 haben wir eigentlich immer schon Gäste am Hof. Wir haben einige Kühe auf einer Genossenschaft mit Sparkasteinen, wo wir Mitglied sind. Von der wir Milch für uns Käse und Butter erzeugt. Und durch das, dass wir ganz gute Erdkehrerlagerräume haben, halt das sämtliche Zeug bis im Mai nächsten Jahres. Und da verkaufen wir relativ viel Käse an unsere Gäste. Und die Doris macht eigentlich ständig Joghurt, Frischkäse und die